Hi Leute, willkommen zu einem neuen Angezockt hier auf meinem Kanal. Heute schauen wir mal rein in Sliders und das Ganze ist ein Action-Roguelike-Arena-Shooter und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal das Spiel. Los geht's! So, und da sind wir auch schon angekommen in den Badlands und hier sollen wir dann jetzt 15 Minuten überleben. Und das sollten wir doch eigentlich hinbekommen. Da hinten sehe ich auch schon unseren ersten Gegner. Kommen wir ran. Zack, schön weggefeuert. Und ich merke gerade auf jeden Fall, der Sound ist etwas leise von der Schusswaffe. Das drehen wir mal etwas höher. So, wunderbar. Jawohl, mal sehen, was es noch für Waffen hier dann gibt. Da bin ich schon gespannt drauf. Jetzt zu Beginn können wir aber auch ruhig erstmal schön mit dem Revolver hier alle wegfeuern. Okay, und es gibt hier Perks und Skills. Gut zu wissen. Okay, was nehmen wir denn mal hier? Ich würde sagen, das hier. Wir haben jetzt unsere Glückschance erhöht. Alter, und das macht echt Spaß, die Gegner hier so wegzufeuern. Das macht schon Bock auf jeden Fall. Und wie gesagt, das Ganze ist noch eine Demo, also dementsprechend kann sich noch einiges ändern bis zum finalen Release des Spiels. Und ich werde euch auch mal noch den Link zur Steam-Seite des Spiels in die Beschreibung reinhauen, ganz oben. So, nehmen wir das. Jawoll, Alter. Diese Minigun hier ist gerade richtig geil gewesen. Schönes Ding. Aua, das tat weh. Das tat weh. Ja, man muss auf jeden Fall immer schön in Bewegung bleiben. Sonst war es das für einen. Also so viel ist sicher. So, ich will mal Nahkampf austesten. Komm ran. Aua, nee. So, bam. Ja, kommt ran. Alter, jawoll. Der Nahkampf haut aber auch gut rein. Ja, aber wenn so viele Gegner auf einem Haufen sind, ja, dann sollte man das eher nicht tun. Das wäre dann eher dumm. So, jetzt sammeln wir erstmal hier die Items wieder mit ein. Autsch. Jawoll. Den Heilkristall habe ich mir auch reingehauen. Und das. Und jetzt haben wir wieder eine andere Waffe. Sehr gut. So, und was nehmen wir jetzt hier? Ja, ich würde sagen, wir nehmen mal Granaten, oder? Ah, und die muss ich jetzt hier auf eine Taste draufhauen. Okay, dann hau ich hier auf die 1. Sehr schön. Alter. Die Waffe hier haut schön rein. Und wenn ich das Ganze hier so spiele, das erinnert mich dann irgendwie so ein bisschen an Serious Sam. An diese Reihe erinnert mich das gerade irgendwie so beim Kämpfen hier gerade. Das ist da gerade so mein Empfinden. Und das meine ich vor allem positiv. Denn diese Reihe mag ich nämlich. Jawoll. So, jetzt hauen wir mal eine Granate hier drauf. Aber ich würde, wenn dann lieber mehrere da direkt treffen wollen. Deswegen, wir müssten die erstmal irgendwie auf einen Haufen alle locken. Das wäre da besser. Obwohl, jetzt, los. Eins. Jawoll, hat gut reingehauen. Ah. Granate nehmen wir gleich nochmal. Ui, was nehmen wir denn jetzt hier erstmal? Das würde mir eigentlich gefallen. Ja, dann hätte ich jemand, der mir hilft im Kampf. Ja, nehmen wir das. Weil das hört sich echt ganz geil an. Vor allem hier, dieser Elefant sieht auch echt cool aus. Das muss man einfach mal so sagen. Vor allem ist der auch richtig groß. Mal sehen, ob wir solche großen Gegner dann auch noch gleich bekommen. Da kann man, denke ich, gespannt sein. Hier, nimm die Granate.
Alter, komm, fliegen doch. Okay. Los. Zack. Jawohl. Hier, fang Granate. Huhu. Sehr schön. What? Ein Boss kommt jetzt. Okay. Jetzt ist Aufpassen angesagt. Da kommt er. Jetzt kommt unser erster größere Gegner hier. Auweia, auweia, auweia. Mir wäre es lieb, wenn erstmal die ganzen kleinen Gegner weg wären. Vor allem die Schießenden. So, na gut. Komm schon, weg mit denen. Jawoll. Ja, nimm die Granate. Da drüben sind noch jede Menge von den Schießenden. Komm jetzt, Granate. Und BÄM! Jawohl, komm, rein da. Schön rein in die Masse geworfen. Sehr gut. Okay, was nehmen wir denn jetzt hier? Shurikens, oder? Okay. Massive Schockwelle. Nehmen wir das mal. Okay. Was, ich soll schneller ausschalten? Okay, ich bin zu langsam mit dem Ausschalten. Verstehe. Na super. Gar nicht gut. Ich bräuchte gerade irgendwas wie einen Raketenwerfer am besten. Alter, die schalten mich aus. Alter, heftig. Heftig, heftig, heftig. Krass. Wie schwer das denn jetzt noch geworden ist. Aber ich würde auf jeden Fall meinen, das Problem war einfach, weil wir gerade keine andere Waffe noch mit hatten. Also ich hätte, denke ich, bei diesen unterschiedlichen Sachen, die ich so als Belohnungen auswählen konnte und so, da anderes auswählen sollen vielleicht. Ja. Statt diese passiven Effekte vielleicht lieber noch ein paar andere Dinge zum Werfen und so, denke ich. Wäre da wohl besser gewesen. Wir machen auf jeden Fall jetzt noch eine Runde hier. Und auf jeden Fall gut zu wissen jetzt auch, dass ich also hier jedes Mal, ja, darauf noch mit achten muss, ja, wie viele Gegner hier so rumrennen. Ja, das darf nicht über längere Zeit über 50 sein. Das heißt, ich muss einfach schneller noch mitmachen, ja. Dementsprechend, ja, war mein Spielstil eben auch nicht so gut, ja, muss man ganz klar da auch sagen. Nehmen wir mal den Dash jetzt. So. So, setz den Dash ein. Jawohl. Sehr gut. Der Dash gefällt mir. Okay, was nehmen wir jetzt? Nehmen wir... kritischer Schaden wäre auch gut, oder mehr Rüstung. Dann nehmen wir das hier drüben jetzt, oder? Das hauen wir mal hier aufs... So. Direkt mal einsetzen. So, schöne Fähigkeit. Am besten hat mir auch bisher so das mit den Granaten gefallen. Muss ich ganz klar sagen. Aber der Dash, der ist wirklich auch nicht verkehrt. Okay, haben wir das jetzt auf die 2. Okay, das mit dem Geschütz hier ist auch nicht verkehrt. Das kann, denke ich, auch richtig gut dann helfen, wenn es immer mehr Gegner werden. Sehr schöne Sache. Jetzt habe ich für kurze Zeit andere Waffen. Ja, und ich denke, da muss ich irgendwas verbessern, wie Glücksrate oder so. Damit ich einfach viel schneller und öfter dann jedes Mal das solche Waffen hier bekomme noch. So. Granaten habe ich jetzt noch mit dabei.
Sehr gut, jetzt habe ich hier alles, was ich brauche. Geschütz ist wieder hingesetzt. Sehr gut, mein Geschütz, hilf mir bitte hier. Wunderbar. Was haben wir denn jetzt hier? Passiv, Rakete. Fort einer Rakete. Auf die drauf. Ja, nehmen wir das mal. Ja, das hilft auch wieder beim Ausschalten von den Gegnern. Komm schon. Alles einfach hier hinten drauf halten. Sehr gut. So muss das. Ja, nur die eine Fähigkeit gefällt mir jetzt doch nicht so. Die mit dem Kuh. Muss ich ganz klar sagen. Die Fähigkeit, die ich auf meinem Kuh habe. Also die gefällt mir irgendwie nicht so. Wenn ich ganz ehrlich bin. Kann die ja nochmal einsetzen hier. Ja. Was nehmen wir denn jetzt? Mehr Radius wäre vielleicht nicht schlecht für die Granaten. Aber ich denke, wir nehmen nochmal diesen passiven Helfer hier. Auch wenn er mir eben nicht so gefallen hat. Ich denke, als Helfer wäre besser irgendwie einer, der schießen kann vielleicht. Aber nun gut, er kann halt helfen, die Gegner auszuschalten. Von daher, ich brauche ihn einfach an meiner Seite. Und vielleicht ist es auch nicht verkehrt, ihn noch mit so an der Seite zu haben, weil die Gegner greifen dann vielleicht nicht nur mich an, sondern auch ihn, ja. Das ist ja dann auch natürlich immer ein Vorteil, so. Okay, jetzt kommt der Boss. Was machen wir jetzt hier? Die Drohne wäre nicht schlecht, aber mehr Gesundheit wäre auch nicht verkehrt. Na gut, nehmen wir die Drohne jetzt. Und auf jeden Fall muss ich jetzt den Boss schnell hier wegkriegen. Komm schon. Lad das Ding aus. Jawohl, fast besiegt. Was nehmen wir denn jetzt hier? Gesundheitsregen. Macht das Geschütz hier hin. Boss besiegt, jawohl. So was hast du. Das ging doch jetzt schon mal besser hier. Alter, hier ist eine Kiste. Okay. Nehmen wir das hier, was das Glück erhöht. Ich würde jetzt gerade sagen, auf jeden Fall, dass wir besser sind als wir bei unserem ersten Versuch hier. Ja, also das läuft auf jeden Fall besser als die erste Runde, die wir gespielt hatten. So, was nehmen wir denn jetzt hier? Raketenradius, denke ich, oder? Ja. Alter, was ist denn das für ein Ding? Alter. Aber das muss ich schon sagen, die Gegner haben schon echt ganz coole Designs. Und ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass das Spiel nicht schlecht so ist für immer mal wieder zwischendurch, wenn das dann final rauskommt. Das ist jetzt gerade so meine Meinung. Macht nämlich auf jeden Fall so Laune jetzt gerade hier. So. Jetzt
wieder die ganzen Items hier schneller nutzen. Weil jetzt gerade werden es nämlich eindeutig zu viele Gegner so langsam wieder. Das sehe ich schon ganz klar hier. So, was machen wir jetzt hier? Ich denke, Granatenradius erhöhen, so. Wunderbar. Jawohl. Geschütz wieder neu platzieren. Sehr gut. Was nehmen wir jetzt? Feuerrate oder Glück? Ich denke, Glück wieder erhöhen. Sammeln auf jeden Fall gerade wieder gut XP. Ja. Nächster Aufstieg steht gleich an. Alter, oh, Hilfe. Jetzt komme ich mir gerade ein bisschen zu nahe. So, was nehmen wir jetzt? Mehr Geschwindigkeit für unseren Kollegen, der uns hier hilft, wäre, denke ich, nicht verkehrt. Ja, nehmen wir das. Andererseits, mehr XP wäre natürlich auch nicht verkehrt gewesen. Oh, alter, Hilfe. Ich dachte gerade, jetzt war's das für mich. Setz das Geschütz hin. Oh, jetzt wird's schlimm. Jetzt wird's schlimm, weil jetzt kommt ein neuer Boss und meine Gesundheit ist gerade niedrig. Oh, und es ist auch noch ein fliegender Boss. Das macht das Ganze natürlich dann noch schlimmer. Ich muss auf jeden Fall erstmal flüchten. Und schön die Zahl weiter unten halten, das ist auf jeden Fall auch wichtig. Ah, schade. Du hast mich weggemacht. Aber das macht auf jeden Fall Spaß, das Spiel. Ja, hat auf jeden Fall echt Bock gemacht. Und das lief auf jeden Fall schon wesentlich besser als wie, ja, die erste Runde. Gut, Leute. Lasst mich gerne auf jeden Fall wissen, ja, wenn euch das Video gefallen hat. Und haut auf jeden Fall auch gerne mal in die Kommentare eure Meinung so zum Spiel. Ich sehe gerade, hier kann man auch noch einiges upgraden, ja. Hier kann man sich dann auch nochmal besser machen, so für die Runden. Ja. Und hier gibt es dann scheinbar auch andere Startwaffen. Und die Startwaffe hier kann ich scheinbar auch verbessern, so wie es aussieht. Also das sieht doch alles recht interessant hier auch noch so aus. Gut, oder? Lasst ein Däumchen gerne da. Unterstützt das Projekt damit und ja. Wie gesagt, ich packe euch einen Link zur Steam-Seite in die Beschreibung. Auf jeden Fall Spaß gemacht. Tschüssi!